Jori wird bedrängt, geht auf Variante sicher und schlägt den Ball wuchtig nach vorn. Und der wird immer länger. Servet-Hüter González verschätzt sich kolossal und kassiert das kurioseste Saisontor. Szenen beteiligt, auch jetzt wieder. Freistoß der Rieder. Kopfball Fälscher, 38. Minute, 2:1 für GC. Wieder ein starker Freistoß. Fälscher kam vor Kollege Mustafi an den Ball. Wo sich eigentlich alle schon mit dem gerechten 0:0 abgefunden haben, fällt doch noch ein Goal, und zwar in der 89. Minute.
Der Steven Zuber zieht mit einer herrlichen Einzelleistung gerade 5 Thuner auf sich und trifft mit einem Schlenzer via Lattenunterkante zum 1-0. Unglaublich, wie die Defensive der Berner Oberländer nur zuschaut, aber auch genial gemacht vom Steven Zuber.